Ghost of Tsushima Director's Cut für den PC. Ich habe einen Key bekommen und ich habe das noch nie gespielt. Und nehme mir deswegen diesen neuen Director's Cut für PC mal zum Anlass, um reinzuschauen. Und ich hoffe, es ist so gut, wie alle sagen, wie zum Beispiel Budi, der mir sehr davor vorgeschwemmt hat. Ich habe jetzt natürlich am PC Maus und Tastatur, aber ich habe auch ein PlayStation Pad. Ich werde es mal mit Pad einfach jetzt probieren, weil das ja von der PlayStation kommt und deswegen vermutlich auf Pad optimiert ist. Aber wir gucken mal. Schwierigkeitsstufe, was haben wir denn? Mittelschwer, tödlich. Oh Mann. Kann man das doch im Spiel umstellen? Ja, ne? Aber wir machen erstmal Mittel. Wir haben jetzt deutsche Sprache. Oh, was wollt ihr denn? Samurai-Kino. Oh, krass. Schwarz-Weiß-Filter mit japanischen Dialogen und Untertiteln auf Deutsch. Inspiriert von den Filmen des legendären Regisseurs Akira Kurosawa. Alter. Okay, ich glaube aber, dass die meisten von euch vermutlich Deutsch wollen. Und deswegen machen wir es mal auf Deutsch. Vielleicht kann man es ja auch zwischendurch nochmal umstellen. Bisschen leiser. Das Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai. Gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Eieiei. Hat ja ein bisschen was von 300, ne? Tradition. Mut. Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi, geht, brecht ihren Kampfgeist. Hey! Haben die Mongolen nicht auch mit Pfeil und Bogen gearbeitet? Schickt denn einen einzelnen Reiter darunter? Um was zu tun? Alter Schwede, ist das eine Armada? Ich wusste gar nicht, dass sie mit Schiffen gekommen sind damals. Aber muss ja, ist ja Japan. Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Ja, Mörder! Oh, okay, der sieht krass aus. Ist das Genghis Khan? Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Der sieht aus wie ein Panzer. Wie ein menschlicher Panzer. Alter, ist das mies. Er hat einfach Samurai! Gar keinen Bock auf diese Tradition. Wollt ihr aufgeben? Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade. Keine Gnade! Wir haben sogar so leichte Artillerie. Oh, kann ich jetzt schon spielen? Nee, ne? Oh doch, ich spiele schon. Geil. Oh oh. Okay, die reiten die jetzt alle um. Oh, geil. Oh, nice. Oh, no. Artillerie. Oh, no.
Ich nehme an, das war unvermeidlich. Ich brauche euch bei mir. So okay, viele nice. Verluste. Wir müssen weitermachen, Fürst Sakai. Okay, das sieht gut aus. Leben kostet. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Oh no. Männer, wir müssen den Anführer erledigen. Also, Männer, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Samurai die einfach so überreiten. Mehr Mongolenhunde, meld sie nieder. Okay, und das ist auch reichlich blutig. Ich habe ja die Mongolen immer so als Reiterhorden wahrgenommen. Hier werden die natürlich ganz anders dargestellt. Aber das wird schon historisch akkurater sein als die Dinge, die ich zu glauben wusste. Hey. Zu laut? Ist das vom Sound okay oder ist zu laut? Hey. Ist okay? Also der Sound wird schon so ein bisschen gedämpfter, als wenn wir jetzt hier uns irgendeinem Erschöpfungszustand nähern hier gerade. Nur wir beide leben noch. Das war mal amtlich. Nur wir sind übrig. Ja. Für uns gibt es nur einen Weg. Den Mongolen-Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. Ja, das war ja wirklich so, dass Genghis Khan, ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch Genghis Khan sein soll, aber die Mongolen waren ja zu der Zeit auch unaufhaltsam in Europa unterwegs. Oder Gen sind dann Gen nach Westen geritten. Und als dann Genghis Khan gestorben ist, da sind die Mongolen zurück. Gemeinsam. Weil nur in der Mongolei ein neuer Anführer bestimmt werden durfte. Und dann haben die einfach ihre Zelte abgebrochen und sind abgehauen. Ein Cousin für Genghis Khan. Ah, okay. Ein Nachfahre des Khan. Onkel. Oh, Scheiße. Ich bin Khotun, Vetter des Kublai, Enkel des Genghis. Bruder, ihr seid ein Krieger, das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben. Welche Dörfer ich bändige und welche brennen. Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch?
Eieiei. Aber gute Ansprache. Okay, wir stehen wieder auf. Ich glaube, so Pfeile in den Rücken zu bekommen oder generell irgendwo in den Körper muss auch so scheiße sein, weil die ja so Widerhaken haben und wenn man die rauszieht, dann schneidet man ja alles nochmal von innen auf. Das heißt, man muss die eigentlich nach vorne rausdrücken. Und das ist auch nicht weniger gut, weniger schlecht. Also... Am schlimmsten ist, wenn man ihn ins Knie bekommt, ja. Okay, er wurde gerettet. Aber es ist dann, okay, der Enkel von Genghis Khan und der Vetter von Kublai Khan. Kublai Khan war der Nachfahre, ne, von Genghis Khan, der direkte Nachfolger auch auf dem mongolischen Reiterthron. Ja, warum, wer hat uns denn jetzt gerettet? Also mit so zwei Pfeilen im Rücken ist, glaube ich, nicht so leicht gerettet zu werden. Jemand hat mich schwer am Leben gehalten. Mongolen. Ja, das ist bis heute ja Tradition, dass dieses Khan, dieser Amt des Khans weitergegeben wird. Amtierend ist, glaube ich, Abis. Der aktuelle Khan heißt Abis. Jemand hat mich gerettet. Mich hier versteckt. Hat vielleicht mein Schwert. Okay, wo ist mein Katana? Das funktioniert bestimmt. Okay, ist das jetzt hier mein offizielles Haus? Nein. Meine Rüstung. Oh. Doch, offensichtlich schon. Kaputt. Aber kaputt. Besser als nichts. Ja, die sieht sehr zerfleddert aus. Sehr dunkel tatsächlich. Remy und The Real King Kosh, herzlichen Dank. Jemand Leute. Hat eine Klinge gewetzt. Ein Krieger? Wartet! Zurück nach drinnen. Los! Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaub schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Ich erledige das. Bitte, versteck dich. Oh, oh, tut mir leid. Sio Domini! Reis! Ich habe Reis. Bitte, nimm dich. Die sind schon krass gepanzert. Okay, sie spielt nur die Damsel in Distress. Sehr überzeugend. Boah, alter Schwede, ist das brutal. Wer bist du? Ich bin Yuna. Willst du dein Schwert? Folge mir. Lange war ich bewusstlos. Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Mac Zipper schreibt, Ghost of Tsushima erzählt die wahre Geschichte der ersten Mongolen-Invasion auf Japan im Jahr 1274. Gemäß den Überlieferungen schickte der Enkel von Genghis Khan, Kublai Khan,
rund 1000 Schiffe mit 30.000 Mongolen los, um Japan zu unterwerfen. Okay, das ist ja eine sehr interessante Information. Luna. Nicht jetzt. Mist, runter. Let's go. Bewegung. Oh Gott, die metzeln hier alles nieder. Aber ich kann die anderen retten. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Der Shito? Vergiss ihn. Yuna, warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Du bist... Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Die Mongolen haben ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich, entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Helfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun, kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Weiter geht's. Arigato fragt nach dem Sith-Gipfel gestern. Ja, das hat mega Spaß gemacht. Ich liebe das einfach, diese Art von Sendung. Und die gibt's auch schon auf YouTube zum Nachschauen. Aber es war wieder so schnell vorbei. Ach du Scheiße. Ja, das ist für ihn hart natürlich, jetzt zuschauen zu müssen, wie die ganzen unschuldigen Leute abgemurkst werden. Und nichts machen zu dürfen. Sie bringt uns jetzt erstmal schön das Schleichen bei. Schleichen durch Leichen. Sie haben die Straße überholt. Wenn wir überqueren, würden wir gesehen werden. Das riskiere ich. Warte, der Wagen. Jetzt. Komm schon. Ja, ich bin dabei. Los, wir nehmen die Dächer. Okay, das ist auch behende. Du bist auf Dächer, plünderst Schlachtfelder. Du bist eine Diebin. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Wie meinen Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge. Wir finden den Käufer und holen das Schwert zurück. Ja, die sind auch immer sehr verbunden mit ihrem eigenen Katana. Das wird dann ja auch immer so über Generationen. Nimm vererbt. Alle Vorräte, die du tragen kannst. Das Haus gehört jemandem. Und sie kommen nicht zurück. Kann nicht irgendein Katana nehmen. Es muss natürlich sein Katana sein. Das verstehe ich auch. So, was habe ich jetzt alles? Ey. Hier noch mehr Vorräte? Nö. Ich glaub nicht. Huch, ey. Warte, komm mit. Der Mann, der mich dein Schwert gab. Und gleich da vorne. Ah ja, dann haben wir jetzt das Gröbste hinter uns. Toro. Was, Toro? Aha. Alte Wache.
Ich durchsuche das Haus. Dafür werden sie büßen. Vielleicht ist ein... Es muss hier sein. Den haben sie auch abgemurkst. Aber so ein Schwert würden die ja eigentlich nicht hier liegen lassen. Das hat er wahrscheinlich vorher versteckt. Die Vorräte haben sie auch nicht mitgenommen. Ah, da ist es! Ich bin Jin Sakai. Neffe des großen Fürst Shimura. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch, euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe? Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. So, Holzschwert. Natürlich zum Trainieren. Dann zeigt mal, was ihr geübt habt. Ja, hier. Mich zu treffen. Ja, Onkel. Okay. Ja. Angriff, ich bin bereit. Man kann die nicht so klassisch anwählen, ne? Das ist irgendwie ein anderes System als bei Souls-Spielen. Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht verletzt. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er ist zurück und setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Ich werfe ihm Schmutz in die Augen und breche ihm die Nase. Wie groß er wohl mit dem Mund voller Blut noch ist. Ein kleiner Sieg. Ohne Ehre erlangt. Wenn ein Samurai gegen einen arglistigen Feind kämpft, muss er über ihn hinauswachsen und darf nie auf sein Niveau sinken, egal wie verlockend es wäre. Ja, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Okay. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Mach ich? Bab? Warte, tippen. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlag schnell zu. Warte, warte, drücke dann. Achso. Bab und Bab. Richtig so? Ein schwerer Schlag lässt Gegner taumeln. Dann ein schneller Schlag. Ja. So doch, oder nicht? Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlag schnell zu. Oh, das war krass. Ha, gut. Sehr gut. Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Wir sind noch nicht fertig. Seid entschlossen und kämpft euch durch den Schmerz. Gut. Das ist deine Gesundheit? Oder bin ich direkt... Ah, warte. So sieht ihr es ja auch. Okay. Das Gelbe ist die Entschlossenheitsanzeige. Nutze die Entschlossenheit, um dich zu heilen und andere Spezialfähigkeiten einzusetzen. Okay. Right. Jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Mach ich. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff ab. Schöne Parade. Ihr müsst parieren, bevor ich zuschlage. Gar kein Problem. Gute Leistung, Jin. Ihr werdet besser. Braucht ihr eine Pause? Es braucht mehr als ein Kind, um mich außer Atem zu bringen. Nun gut. Zeigt mir eure Abwehr gegen einen Speer. Weicht bei dem Speer aus und führt einen Gegenangriff durch. Was? Gute Reflexe. Hervorragender Konter.
gut ausgewichen. Denk daran, ausweichen, dann Konter. Zack. Amber. Seht ihr? Ihr könnt jede Waffe, jeden Krieger bezwingen. The real King Kosh. Kamuro Ishigamix. Vielen Dank für den Support. Ich trinke auf euch. Prost. Ich will euch nicht verletzen. Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn. Wer zuerst 5 Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Okay. Mögt ihr Tintenfisch? Sehr gut, Jen. Guter Schlag, Onkel. Ihr seid sehr geschickt. Ihr seid zu schnell. Gewonnen! Bevor wir essen, habe ich eine letzte Frage. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Treue zu unserem Fürsten. Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube, Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen. Mit Mut, Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jin. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Ach, not Herr Samurai. Oh, was jetzt? Gibt's Ärger. Wenn jemand so das Schwert rauszieht, gibt's immer Ärger. Oh, wie das Licht sich direkt in die Augen da reflektiert. So, da komm her, Homie. Du hast dein Schwert wieder. Wo jawohl. Ein Pferd. Die Ställe sind Schwert und Pferd. Das ist was wert. Ich hab Bock zu kämpfen jetzt. Ich bin in Kampflaune. Das Katana soll singen. Mehr Reiter. Ich will es schwingen. Wo sind die Ställe? Es wird mir gelingen, den Feind ans Ende zu bringen. Ihn bis auf den letzten Tropfen auszuwringen. Das gehört zu den Dingen. Die Schmork. Auf und töten sie ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex. Ja, komm, Alter. Oh, du bist... Steh dich, Eindringling! Okay, das ist einfach völlig wahnsinnig. Ziel mit L, um deinem Schwertangriff Gegner anzuvisieren. Okay. Ah, ja, okay. Nimm den pulsierenden Gegner ins Visier und greif an, oder? Okay, wir sind krass. Das ist nah. Wir können nicht alle retten. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Wie einfach nebenbei das Schwert da reinjagt. Mitten im Dialog einfach. Nebenbei rein damit. So, ja, wir können leider nicht allen helfen. Das ist natürlich echt schwer zu ertragen, aber da müssen wir durch. Mehr Wachen. Keiner darf entkommen. Hallo Leute. Ja, warte mal, ich hatte nicht mal mein Schwert gezogen. Hey, hallo? Was ist das denn jetzt?
Nee, warte, lass mich das nochmal machen. Okay, das war ein bisschen strange gerade. Danke, mein Herr. Bitteschön. Es hieß, alle Samurai wären tot. Nein. Könnt ihr euch irgendwo verstecken? Im Goldenen Tempel soll es sicher sein. Geht. Meidet die Straßen. Und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich... Ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Ich werde dir helfen nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Okay. Der Stall ist gleich vor uns. Fairer Deal. Warte mal, ich guck nochmal hier rein vorher. Hier gibt's vielleicht noch Vorräte. Au, nee, au, au. Entschuldigung, au! Verzeihung. Keine Vorräte. Mist. Dann vielleicht hier? Nee. Komm ich da rein? Glaub nicht. So, da hinten ist der Stall. Da gibt's wieder Wachen. Die haben mich gesehen. Mir doch egal. Kein Problem. Ich weiß ja, dass ich sehr gut bin. In direkter Konfrontation. So. Gehen wir zu den Pferden. Machen wir. Jetzt suchen wir uns eins aus. Das sind Samurai-Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Ist das einfach eine reine kosmetische Geschichte? Den finde ich cool. Ah! Das ist Standard. Weiß ist natürlich auch immer wunderschön. Das ist auch schön. Okay, das ist Digital Deluxe hier, oder was? Aber ich mag das hier. Ah, das ist New Game Plus. Aber warte mal ganz kurz. Das muss ich jetzt mal checken. Hat das hier... Aber ich kann ja nicht instant ins New Game Plus gehen. Ist das vielleicht einfach schon freigeschaltet, weil es jetzt die PC-Version ist? Ich will ja, aber visuell will ich das hier. Das passt zu meiner Rüstung, so dieses Zusammenspiel aus Rot und Schwarz. Welches gefällt euch denn? Aber das ist Digital Deluxe. Das ist, sorry Leute, ich kann die Pferde nicht. Ist das hier ein Checke, ein Recke? Touchpad nach links wischen, um das Blut von der Klinge. Ah, okay. Ein Digital Deluxe Pferd ist verfügbar, aber du hast das neue Spiel Plus Pferd ausgewählt. Wenn du dieses Pferd wählst, wird es dich deine gesamte Reise lang begleiten. Ja, aber was ist denn... Also macht das irgendwas besser? Ist das schneller? Ist das rein kosmetisch? Oder ist das krasser? Wisst ihr das zufällig? Ist rein kosmetisch, ne? Das ist ein Skin. Ich will dann das hier, das gefällt mir am besten. Ganz ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Nobu, Vertrauen, Sora, Himmel. Oh, Schatten ist doch ein guter Name. Geboren aus der Dunkelheit. Ja. Kage ist super. Oh, sie hat genauso ein Pferd wie ich. Dann hat sie sich nachgekauft. Und der hat vorne so eine Blässe. So, Komoda. Ganz schön weiter Weg. Ich mag, wie das gestaltet ist in diesem japanischen Stil. Es gibt ja immer diese Feder, mit der sie dann diese Zeichen malen. Das sieht schon gut aus.
Dein Onkel ist da drin gefangen. Okay, dann nähern wir uns mal der Burg. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Kotun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer, demütigte meinen Onkel, schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, die deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, bis ich sie erledigt habe. Ja, er ist schon sehr selbstbewusst und auch sehr ehrenvoll. Und auch ein bisschen stur. Näherst du dich empfindlich, kannst du Gegner zu einem Kampf herausfordern. Halte Dreieck gedrückt, wenn sich dein Gegner nähert. Lasse Dreieck los, sobald er angreift. Okay. Na gut. Ich komme wegen Fürst Shimura. Ah, es ist 2D jetzt? Geil! Was wollt ihr jetzt tun? Hör! Ist. Ah, macht schon Spaß. Hat Sekiro-Vibes. Sag das nicht so überrascht. Da kommt noch jemand. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Die oh, noch mehr Freunde. Haben sie am Strand abgefeuert. Oh, ey, da, okay, das ging nicht mit dem. Und das war mein Kill! Ist hier irgendwas zu looten? Nee, ne? Oh, Entschuldigung. Ei. Mal gucken, ob hier auch noch was rumliegt. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Loot hier zu erwarten ist. Ob man hinter jede Ecke schleichen sollte, um zu gucken, oder ob das egal ist. Das Anvisieren ist hier anders, also ich bin es natürlich von Souls-Spielen gewohnt, dass man den linken Stick reindrückt und dann hat man einen anvisiert. Hier ist, muss man aber dauerhaft mit dem linken Stick dann sich entscheiden. Oh, was? Was ist mir denn da widerfahren? Da endet die Geschichte. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Mongolen haben sie am Strand abgefeuert. Gott sei Dank. Im Prolog gibt's keinen Loot. Danke. Das ist gut zu wissen. Dann muss ich hier nicht hinter jede Ecke schauen. Los, weiter! Ihr könnt nicht zurück! Au, au, au. Der schlägt teilweise immer in eine Richtung, die ich nicht will. Alter. Okay, ich bin noch ein bisschen fair. Ah, das gibt mir Ehre zurück. Au, ey! Was ist das? Ja. Wir können nicht weiter. Warum? Ich muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Ich schaff das. Hi. Oh Mann, die Kamera ist gerade ein bisschen blöd. Muss ich manuell nachjustieren, die Kamera. So, da kommen noch mehr. Hallo Leute. It's me.
Ah, wieso machst du das zweimal? So, tschüss. Ihr habt gut gekämpft, aber es hat nicht gereicht. Die Pagode da, oder was ist das? Muss man sich das ansehen? Das ist ein Tempel, ne? Ein kleiner Mini-Tempel. Aber es gibt keinen Loot im Prolog, deswegen müssen wir jetzt nicht überall hinlaufen. Hi! Au. So. Tschüss. Pfeilen ausweichen. Oh. Bevor sie mit Pfeilen schießen, stoßen Mongolenburgschützen einen Ruf aus, damit ihre Verbündeten sich rechtzeitig ducken. Ja, aber wie mache ich das denn? Das haben die mir jetzt nicht gesagt. Jetzt. Ey, ich hab mich doch gedrückt! Okay. Das machen die aber auch jetzt automatisiert, ne? Das lernen die dann schon von klein auf, dass sie diesen Satz, dass sie nie schießen dürfen, ohne Tascha zu sagen. Das ist natürlich sehr gut, wenn man das weiß. So, Leute. Geil. So, wer will noch mehr? Wer will? Tschüss. Ey, warte. Ja. Ich hätte mir noch ein bisschen Courage holen können. Sein Leid beende. Gibt es jetzt sowas wie einen Endboss? Zwischenboss? Der schon? Jetzt schon? Nein. Das wird wieder so ein Moment, dass er abhaut. Ich bin Jin Sakai. Der Neffe. Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen. Gebrochen und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Nagahara Hyuga, vielen Dank. Und für die netten Worte auch. Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Haha, also darauf haben wir uns doch jetzt vorbereitet. Komm her, Vögelchen. Dein Onkel sieht dir zu. Ich schwitze euch die Kehle auf. Oh. Ey, warte doch mal jetzt. Was machst du denn für komische Moves jetzt hier? Ich bin auch hier Hallo? Der hätte ja nicht mal einen Schweißtropfen. Ergebt euch.
Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eure Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. Oh, yes! Oh nein! Okay, das ist so ein Moment. Da kann ich gar nicht gewinnen. Sonst wäre das Spiel sofort vorbei. Versagt. Erneut. Ich habe gedacht, ich habe eine echte Chance. Aber gut, es war ja klar, er ist ja ganz offensichtlich der Oberboss. Das wäre ja total albern, den jetzt besiegen zu können. Das ist so ein Genichiro-Moment. Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yoriko. Wenn ihr jetzt so ein bisschen im feudalen Japan-Fieber seid, da gibt es ja auch so eine Serie auf Apple, Shogun heißt die, die habe ich auch durchgeschaut, hat 8 Folgen, Staffel 1 bislang. Die ist auch sehr unterhaltsam, auch teilweise sehr brutal. Aber wenn man Lust auf diese Welt hat, das ist schon dann der Ort, um da mal reinzuschauen. In eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. War das auf Disney? Oh, Entschuldigung, okay, es ist auf Disney Plus, nicht auf Apple, Entschuldigung. Disney Plus, ich korrigiere. Wofür steht das DC im Titel, fragt Ghoststar. Das steht für Director's Cut. Ich mag einfach auch diese Gärten und diese ganze Architektur, die Stimmung, das ist schon alles ziemlich gut. Solltet ihr je Hilfe brauchen, ist der Adachi-Clan für euch da. Dankeschön. Eurem Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. So, jetzt Beerdigung. Ja, so wird das in der Serie auch gezeigt. Dass Beerdigung so aussehen. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb. Nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Er ist immer bei euch. Man erklärt, weshalb er auch unbedingt dieses eine Schwert wieder haben wollte. Sagst du mit PS5-Controller, ja. Kommt ihr zu meiner Festung. Als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater.
Also das ist jetzt unmittelbar nach dem Sturz, sehe ich das richtig? Wie rette ich ihn? Folge dem Wind. Oh, die kleinen Krabben hier. Naja, lassen wir die mal. So, das sieht doch schon echt nice aus. Wie das Gras hier im Winde tanzt. Die Bäume da. Oh, guck mal, ein kleines Hirschwesen. Mehrere davon. Oh, kann ich mich anschleichen? Ja. Ey, genau. Da brennt's, aber der Wind weht doch eigentlich in diese Richtung. Ja, der weht hier lang. Da ist irgendein brennendes Gehöft, aber das ist, glaube ich, nicht der Ort, wo uns der Wind hinhaben will. Oder? Oh. Das ist doch mein Pferd. Los! Na los! Oh, das hätte ich. Den Bock habe ich fast gehabt. Oh, den hätte ich doch gehabt. Der war sehr dick, der konnte kaum laufen. Was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Ich ließ ihn im Stich. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen, schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura. Und unsere Heimat. Und mein Vater. Wir brauchen Hilfe. Nee, Bruder. Ihr Bruder. Die Kampfhunde des Kampfs. Das sind zu viele. Deckung. Nee, ich schaff das. Ich will kämpfen. Okay, alles klar. Nein, da habe ich ein Pferd ermordet. Mir doch egal. Ich kämpfe. Lass mich kämpfen. Oh. Okay, das Spiel will. Das sind zu viele. Deckung. Ins Gras. Okay, ich muss ins Gras. Ah. Ich wollte so gerne kämpfen und die Schmach auswetzen. Ist das Original mongolisch? Ja. Die suchen sicher nach dir. Das fürchte ich auch. Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Oh, das ging schnell. Hi! Wirklich nett. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Kechi. Reite hin und hör dich um. Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten.
und deinen Onkel. So. Du hast... Da hast du deinen legendären Reiterkrieger. Ah, okay. Ja, da waren sie. Endstand 8-2. Ach so, beim Eishockey. Ja, das war doch wieder torreich. Ich kann nur empfehlen, alle größeren Sidequests zu machen. Sag nur Gaming Talent, ja. Knerlo, vielen Dank. Jetzt reiten wir mal los. Ich glaube, der Prolog endet hier so langsam. Das ist nice. Das gefällt mir gut. Wo reite ich denn jetzt hin? Rette Fürst Shimura. Bin ich hier richtig unterwegs? Oh, Tracht des Reisenden. Perfekt für alle, denen eine lange Reise bevorsteht. Okay, die ist komplett kaputt. Oh, oh, oh. Pass auf. Also spüre Artefakte mit dem leitenden Wind auf. Reisen lichtet den Nebel des Krieges auf der Karte um 10%. Ein grünes Glühwürmchen erscheint in einer Entfernung von 30 Meter von einem Artefakt. Erhöht die Geschwindigkeit beim Einlegen und Nachladen von Pfeilen, erhöht die Gesamtdauer von Konzentration. Kopfschüsse erhöhen die Konzentrationsanzeige. Oh geil, es gibt auch extra so ein Pfeil- und Bogen-Outfit. Aber wir nehmen natürlich die Tracht des Reisenden. Dann können wir auch ein bisschen looten. Verbesserungen ansehen. Reisen lichtet den Nebel des Kriegs auf der Karte um 20%. Kostet mich 250 Vorräte und 10 Leinen. Okay. Jetzt muss ein neues Pferd her, welches wieder zum Outfit passt. Das stimmt, ja. Dies ist eine Geschichte. Der Krieger-Kodex. Schließe Geschichten ab, um deine Legende zu erweitern und um neue Ressourcen und Fähigkeiten zu erhalten. Ja. Das machen wir doch. Wenn deine Legende wächst, erlernst du neue mächtige Techniken. Ah, hier sind wir. Da sollen wir hin, sehe ich das richtig? Unentdeckter Ort, das ist Sensei Ishikawa. Unentdeckter Ort. Okay, also sollten wir vermutlich jetzt erstmal zu ihr reiten, oder? Wobei das vermutlich egal ist, ne? Okay, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, hier, unentdeckter Ort, wir können ja mal ein bisschen reiten und also, wir reiten erstmal irgendwo hin. Wenn du dich an einen Hund der Mongolen anschleichst, kannst du ihn streicheln, der Hund wird dann dein Verbündeter, tarnt sich mit dir und bekämpft an deiner Seite Gegner. Ach, das ist ja geil. Oh, wir haben voll viele neue Sachen hier. Dunkler Überlebender. Tracht des Bogenmeisters, getragen von Sensei Ishikawa. Ohohoho. Okay, das ist ja geil geregelt. Man kann den Wind rufen. Oh, das ist nice. Es gibt quasi gar kein HUD. Das ist eine sehr gute Idee. Also, Talismane gibt's auch. Gunst Hachimans. Gegner zu töten stellt eine niedrige Menge Gesundheit wieder her. Nehmen wir. Und achso, ich kann nur einen. Das mit dem Hund ist natürlich cool. Ah ne, da. So.
Ey, warte mal. Doch, jetzt ist richtig. Genau, so hat es funktioniert. Ja, sehr gut. Okay, ich hatte mich schon gefragt, ob man überhaupt im Laufe des Spiels neue Schwerter bekommt. Dadurch, dass jetzt das Standard-Katana so eine Bedeutung hat und emotional so aufgeladen ist mit der ganzen Familiengeschichte, die Seele seines Vaters wohnt da drin, hätte ich jetzt eher erwartet, dass man gar keine andere Katana bekommt. Aber offensichtlich doch. Aber das ist vermutlich auch reine Kosmetik. Deswegen bleiben wir jetzt mal eben bei dem, was wir haben. Und gucken wir nochmal bei Kleidung. Also, was haben wir denn? Helm. Held von Tsushima Helm. Bringt mir das dann überhaupt irgendwas? Es scheint mir auch rein kosmetisch zu sein, oder? Steht jetzt nicht, dass das irgendwas bringt. Wir können eine Maske... Oh, nee, das lassen wir mal leer. Und was haben wir hier für Verbesserungen? Ach, das können wir uns nicht leisten, okay. Ah ja, das sind... Nee, warte, irgendwas ist neu. Eine kaputte Rüstung... Ah ja, das ist neu. Ach, die sehen natürlich auch schon prächtig aus. Bedeutende Erhöhung der Gesundheit. Verringert sämtlichen Schaden um einen mittleren Wert. Die Klinge ist ja immer dieselbe. Die Scheide wird gewechselt. Ach so. Ah. Die Rüstung hat nur Funktionen. Ja, aber das ist doch zum Reisen ganz geil. Dann, wir lassen mal hier diese Tracht. Trachtprügel. Ha, ist eigentlich ganz lustig, ne? Der Anzug, den wir in Kämpfen tragen, ist die Trachtprügel dann. Das ergibt doch Sinn. So, Accessories. Warme Umarmung der Sonne. Und man kann... Oh, Sattel kann man auch irgendwann... Kann man auch irgendwann mal umsatteln. Aber... Ist das denn auch trotzdem nur kosmetisch? Also ich weiß nicht, ob inwiefern... Ich mag das Weiße ganz gerne. Okay, dann lass uns mal losreiten. Der Grund, weshalb ich jetzt nicht direkt diese Hauptquest mache, ist, weil ich jetzt mich mal ins Spiel reinfinden will und ein bisschen rumreiten möchte. Weil es sieht einfach schön aus, oder? Präfektur Ariake. Oh, diese Blätter. Die Farben. Rote Blätter, knallgelbe Blätter. Keine Ahnung, ob das wirklich so aussieht. In Japan, weil ich leider noch nie da war. Aber ist schon nice. Oh, ist das super, wie die Blätter dann so aufgeweht werden. Ist die Größe der Map Elden Ring gleich? Das weiß ich nicht. Ich spiel's ja zum ersten Mal. Oh Gott, hier ist ein armer Bauersmann niedergemäht worden. Jetzt unterhalb. Ne, da komme ich mit dem Pferd ja nicht durch. Wer hat diese Brücke errichtet? War sie notwendig? Okay, weil hier der Weg entlang führt. Okay. Verstehe. Oh, kann man da oben lang klettern? Bestimmt. Also der Wind will mich da entlang treiben. Aber die Neugier treibt mich hier entlang, weil ich wissen möchte, ob ich hier hochklettern kann. Das sieht mir nämlich verdammt danach aus. Oder auch nicht. Okay. Das sah jetzt sehr albern aus. Zum Glück hat das Pferd das als einziges Geschöpf gesehen. Und Pferde sind ja bei sowas
Die wissen ja gar nicht, was ich da gemacht habe. Die denken, das hat sicherlich irgendeine Bewandtnis. Und außerdem können die das niemandem erzählen. Ich rufe den Wind. Oh, ich muss hier nach links. Oh, eine Pagode. Eine riesige. Der goldene Tempel. Ach, hier war doch der Rückzugsort, wo die Leute alle sicher sind. Na, da kann ich mich doch hier bestimmt... Oh, eindecken mit Köstlichkeiten. Hallo. Händler. Fürst Sakai. Schön, euch zu sehen. Gonjiro, nicht wahr? Ihr dientet Fürst Nagao. Mhm. Er war ein guter Mann. Sein Verlust tut mir leid. Eine Ehre, dass ihr euch an einen einfachen Hausdiener erinnert. So viele von uns hier schulden euch ihr Leben. Ich fürchte, die Schlacht um unsere Heimat hat erst begonnen. Darum wollt ihr ja helfen, mein Herr. Die Menschen spendeten, was sie konnten, und... Bitte, nehmt diese Geschenke an. Hab Dank, Gonjiro. Und alle, die etwas beigesteuert haben. Wir werden weiter spenden. Hier und anderswo, wenn eure Siege bekannt werden. Mögen die Kami euch beschützen. So. Weiter geht's. Angeblich kämpfte der Samurai in Komoda nicht allein. Die Strohhüte waren Bitte. Doch... Die Strohhüte? Monkey D. Luffy? Warum? Alle bis auf einen Samurai fielen in Komoda. Wenn die Strohhüte dort waren, sind sie tot. Vielleicht sind sie entkommen. Ah, das gefällt mir sehr gut. Ihr wollt, dass Feiglinge uns beschützen? Die Frage ist, warum... der Typ mit dem Baby, guck mal. Hallo. Mein Herr, ihr seid hier. Ich kam direkt hierher, abseits der Straßen, wie ihr sagtet, Fürst Sakai. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Wie hält sich euer Kleiner? Er ist tapferer als sein Vater. Die Leute wollten mir nicht glauben, dass ein Samurai uns hergeschickt hat. Passt auf euch auf. Und auf den Kleinen. Die Leute hier haben nicht viel zu geben. Doch wir werden nach Kräften helfen. Siehst du, wie ich gesagt habe. Also das ist erstmal freudig, dass der es geschafft hat. Dann wundere ich mich ein bisschen, warum dieser Ort bisher von den mongolischen Schergen verschont geblieben ist. Oh, was? Wer braucht Hilfe? Wer? Wer braucht Hilfe? Ich bin da. Ich bin's. Wer hat gerufen? Oh, ein Waffenschmied. Nee, ein Pfeilmacher. Darf ich mich um euren Bogen kümmern, Herr? Ja. Ihr habt keinen Bogen? Ich verlor ihn am Strand von Komoda. Hätte ich einen, würde ich ihn euch geben. Du hast doch da einen. Aber Sensei Ishikawa hat angeblich eine große Waffensammlung, falls er noch lebt. Bringt mir einen und ich sorge dafür, Soldier, dass er im bestmöglichen Zustand ist. Aber sag mal, du baust doch da einen Bogen, den kannst du mir doch einfach geben. Schließe die Geschichte von Sensei Ishikawa ab, um Ausrüstung zu erhalten, die hier verbessert werden kann. Leb wohl. Ich sehe das doch, du baust doch da einen neuen. Ja, der ist aber noch nicht fertig. Hier gibt es eine Quest. Gibt es Vorräte in dieser Gegend? Das weiß ich nicht. Doch die Kami helfen euch, wenn ihr ihnen Respekt erweist. Findet die Tori-Tore und folgt ihnen zu einem Schrein. Dort werdet ihr fündig. Es heißt, ein Kami-Talisman könnte das Schicksal ändern. Solche Hilfe brauche ich. Okay. Schauen wir hier mal rein. Der Boden sauber und frisch gewachst. Ich höre doch, dass irgendeine arme Dame Hilfe benötigt. Oder ist das nur der Wind? Und dann ganz Japan. Ich weiß nicht, wie man sie besiegen könnte. Hoffentlich hat der Shogun einen Plan. Ich habe einen Plan, das muss reichen. Ah, das ist dann wohl nur der zweitbeste Schmied. Das Katana des Sakai-Clans. Eine vorzügliche Waffe. Das seht ihr auf einen Blick? Für mich ist jede Klinge einmalig. So unverkennbar wie ein Mensch, Fürst Sakai. Bringt mir das benötigte Material, dann verbessere ich mit Freuden ein so edles Schwert. Aber wenn ich ihn jetzt habe, warum muss ich den Bruder noch befreien? Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen.
Ich sehe. Ui. Euer Schwertarm beschützt uns alle, mein Herr. Das ist richtig. Okay, also hier ist unser Rückzugsort. Hier können wir Sachen verbessern, vielleicht auch Sachen kaufen, vielleicht Quests annehmen. Oh, warte. Ah, guck mal. Ah, ich kann... Oh! Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich habe auch so die Flöte ausgepackt. Okay. Kein Applaus. Oh, kann man hier... Ihr kamt aus Asam? Wir hielten uns bei Tag versteckt. Zogen nur nachts weiter. Ist es da unten auch so schlimm? Die Asamo-Wucht hat kapituliert. Doch einige auf dem Land blieben, um zurückzuschlagen. Was wurde aus ihnen? Soweit ich weiß, wurden alle getötet. Bauern und Fischer glaubten ihnen gelänge, woran die Samurai scheiterten. Welche Vergeudung. So, hier kann ich Klamotten aufwerten, nehme ich an. Oh ja. Aber meine Standardrüstung ist nicht mehr zu retten. Sogar zerbeulte Rüstung vom Schlachtfeld. Tja, sieht ziemlich beschädigt aus. Bringt mir etwas in besserem Zustand, dann stelle ich mein Geschick gern unter Beweis. Okay, Tracht des Reisenden. Ja. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ja. Danke. Alle weisen mich nur ab. Eine Rüstung wie diese ist nicht. Oh, die sind verletzt. Da ist der Schmied. Ja, dann gehen wir mal zurück zu meinem Pferdchen. Das wartet treu dort unten auf uns. Hier kann ich ein Geschenk abliefern, oder was? Nee, oh, einsammeln. Finsterer Krieger, für einen stolzen Krieger Tsushimas hergestellt. Eine neue Maske. Ja, auch da scheint es mir wirklich rein kosmetisch zu sein. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, damit rumzulaufen. Deswegen machen wir das nicht. Okay, dann lass uns mal auf die Karte gucken. Oh, da ist noch ein unbekannter Ort. Was ist hier? Oh, da kann ich... Ja, da gehen wir jetzt hin. Da können wir ein bisschen kämpfen. Was haben wir für Sammlungen? Ah ja. Ja, da haben wir doch schon ein bisschen was. Dann diesen Weg entlang. Nein, nicht absteigen, Entschuldigung. So. Let's go! Ich hab Bock auf Kämpfen. Bin ich hier richtig? Hier lang? Das war ein bisschen uneindeutig. Ich dachte, ich muss noch den Pfad entlang. Hier vielleicht. Schauen wir uns das mal erstmal von hier oben an. Nee, das ist es natürlich noch nicht. Was ist es denn? Das nehmen wir in Augenschein. Ich sehe noch keine Mongolen. Kenne ich das hier schon? Die darf ich nicht mitnehmen, ist schade. Ist das hier der Ort, von wo ich vorhin war? Im Dunkeln? Ja, das kann gut sein, oder? Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich
glaube, hier war ich vorhin. Im Prolog. Aber dann habe ich hier schon alles rausgezogen. Ja, ja. Dann dürfte es hier wahrscheinlich nicht mehr so viel geben. Ah, warte. Doch. Haben wir Leinen geklaut. Das war wichtig. Da können wir vielleicht auch noch in den oberen Stock. Jetzt bei Tageslicht. Huch. Aha, was hatten wir hier? Oh, guck mal, da ist ein Fallgitter oder so. Aber hier, schau mal, das hat sich ja voll gelohnt, hier nochmal looten zu gehen. Na, fantastisch. Was ist das? Ist da eine Feuerstelle? Wird da, ach so, da kann man so einen Grill absenken, glaube ich. Und dann was rösten. Ich wollte aber eigentlich nach oben. Ich nehme mal an, dieses... Da komme ich ja nur drunter. Das wird mir vermutlich jetzt nichts bringen. Aber wieso kann ich denn nicht in den oberen Stock? Da muss doch irgendwo eine Treppe sein. Hier. Ach, da war ich auch schon, oder? Hab aber nicht alles mitgenommen. Was haben wir hier? Da. Sehr gut. Ja, man, es ist gut. Gut, dass wir nochmal hergekommen sind. Darf ich hier durchs Fenster springen oder verletze ich mich dann? Geht das gar nicht. Haben wir da noch ein bisschen was rausgeholt? Das ist gut. Ja. Gehen wir mal davon aus, das war alles. Unter Häusern kann auch Loot liegen. Ach echt? Naja, wir gucken nochmal rein. Schlüpf wie Schlüpf. Das sieht aus wie so eine Rattenperspektive. Aber das ist halt eher so ein Schleichding, ne? Nee, da gibt's nichts. Guck. Bin ich auf der anderen Seite. Pferd! So. Wind, führe mich. Da entlang. Ich glaube, wir sollten hier wahrscheinlich eher runterreiten. Diese Tierchen jagen kann später vielleicht mit Pfeil und Bogen. Ich will also nicht, dass ich das jetzt. Ich will es nur wissen. Nee, oder? Das scheint mir nicht so. Oh, Schweine. Komm. Nacht. Der Eber hat einen Wenderadius. Yes, das geht ja doch. Und jetzt? Oh, ho, ho. Raubtierfälle. Waren. Fälle gefährlicher Tiere, die bei Fallenstellen eingetauscht werden können. Um die Anzahl an Fernkampf- und Schnellfeuerwaffen, die du tragen kannst, zu erhöhen. Ja, okay, das ist ja voll super, dann so ein Schwein zu jagen. Kann es sein, dass die Nacht jetzt hereinbricht? Schade, die anderen Schweine haben Reis ausgenommen.
finden sicherlich... Oh, Bambus. Neue Schweine irgendwann. Ich habe auch nur eins genommen. Es waren ja mehrere Schweine. Also ich habe jetzt nicht die Familie derartig dezimiert, dass die sich gar nicht mehr glücklich im Familienverbund suhlen können. Ist das nicht wunderschön? Oh, die Insel da. Da so ein Haus drauf haben. Das ist schon echt schön. Oh, guckt euch das mal an. Och, Leute. Muss man ja eigentlich speichern? Nee, ne? Das macht alles automatisch. Ist da oben Bogenschütze oder so? Ich werde die einfach im Nahkampf. Ich muss ja nicht schleichen. Ich kann natürlich schleichen. Stellt euch! Geil. Okay, während... Ey, warte doch mal! So, da ist dein Hammer weg. Okay, der hat dreimal hintereinander geschlagen. Das habe ich mir jetzt aber abgewöhnt. So. Oh, guckt euch das an, wie brutal. Oh, ist das einfach gemein. Die armen Leute. Und dann haben sie, was haben sie denn mit denen angestellt? Ach. Ist hier noch jemand? Oh. Eisen. Ist immer sehr dunkel hier drin. Wo geht's denn? Hallo? Finde ich den Ausgang nicht mehr. Hier. Ja, also wenn die natürlich jetzt alle tot sind, dann stört's die auch nicht so sehr, wenn ich ihre Vorräte nehme. Sie würden wollen, dass ich die habe und nicht die Mongolen. Die feuern mich aus ihrem Grab heraus an. Das war sehr unnötig, aber... So. Dann hier... Ich höre doch irgendwas... Ich höre so ein Geräusch. So ein Plington. Hat der mich versucht, an irgendwas heranzuführen? Nee, ne? So, dann hier rein. Was haben wir hier? Ich erwarte mir große Vorräte. Hm. Ja. Oh, schau mal. Wir können jetzt unser Schwert verbessern. Das ist ja Hammer. Hier vielleicht noch in der Ecke? Nope. Können wir das Tor aufmachen? Nee. Ja, ich glaube, mehr gibt's hier nicht.
fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt, da ja unsere Begleiterin immer noch auf uns wartet, dass wir ihren Bruder befreien, und jede Sekunde, die wir uns hier herumtreiben, sitzt er in einem mongolischen Käfig gefangen. Das ist natürlich eigentlich nicht so, wie es sein sollte. So, was haben wir hier noch? Das ist das Haupttor. Da hätten wir auch einfach reinlaufen können. Und hier ist ein Lagerfeuer. Das ist ein ganz schön großes Lagerfeuer. Vielleicht dient es aber auch anderen Zwecken. Morbideren Zwecken. Diesen Zwecken. Samurai zu verbrennen. Naja. Ah ja, oh, was ist da? Ein unentdeckter Ort. Ja, lass uns doch mal dahin reiten. Der muss denn ja hier sein. So. Den gucken wir uns noch an. Wo liegt der? Wo liegt der Ort? Oh, oh Gott. Hinter dem alten Handelsposten. So, dann let's go. Geben wir dem Pferdchen die Sporen. Meter hier über das Wasser. Oh, was ist hier? Tiere? Was für Tiere? Ja, Schweine. Alles klar. Das schwächste Schwein muss dran glauben. Wo sind die anderen? Ausgebüxt. Man kriegt immer nur eins zu fassen. Die sind schlau, die Biester. Die teilen sich auf. Die wissen genau, bis auf eins werden alle entkommen. Hier habe ich irgendwo noch Bambus oder so aufleuchten sehen, aber... Oh, da hinten steht jemand. Freund oder Feind? Bist du ein Freund oder bist du ein Feind? Seid ihr so feige? Oh ja, offensichtlich kein Freund. Amke! Okay. Hey. Oh, wow, 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 wow. Er lebt noch? Nee, er lebt nicht mehr. So. Ich nenne sein Leid, dafür bekomme ich frische Ehre. Nehme ich natürlich. Oh, das macht Bock, das macht Spaß. Ich bin hier. Was? Wo? Ah, du. Dich habe ich gerade. Deinetwegen bin ich hergekommen. Das war kein Zufall. Ich schwöre. Starben in Komoda. Wieso lebt ihr noch, mein Herr? Ich habe alles verloren. Das klingt wie ein Vorwurf. Ich lief im Gasthaus. Warum lebt ihr noch? Bevor ich mich versah, schleppten die Mongolen mich nach draußen. Sie haben das Gasthaus übernommen. Sie werden jedem Leid antun, der dort Obdach sucht. Ich muss sie vertreiben. Ich habe gerade einen Raum übersehen, höre ich. Was soll ich machen? Nichts. Ich habe mein Ansehen erhöht, oder? Mein Ruf verbessert. Mongolisches Gebiet, Gasthausreiseerholung. Hier ist noch ein neues unentdeckter Ort zu meiner Rechten. Den holen wir uns jetzt mal lächerliche 170 Meter. Brauchen wir dafür das Pferd? Ich frage mich, ob das diese Insel ist. Ich glaube ja. Oh, was ein cooler Ort. Hier so eine Hütte mit Holz und ein bisschen Glas. So ein schönes Haus mit einem Balkon, Wintergarten. Es, besser geht's doch nicht, oder? Natürlich einer guten Internetverbindung auch. Ariake Haiku, was ist das? Haiku verfassen.
Oh, alter Schwede, das ist schön. Das ist ja richtig schön. Spiegelbild der Welt. Wachstum, das alles beschirmt. Standhaft stehen wir. Stirnband der Zuflucht. Ich habe einfach gerade ein Gedicht geschrieben. Spiegelbild der Welt. Wachstum, das alles beschirmt. Standhaft stehen wir. Das muss man sich erstmal ausdenken können, sowas. Das habe ich selber gemacht. Deswegen trage ich das jetzt auch. Aber ich darf nur eins, ne? Pro Ort. Wenn ich das geahnt hätte, dass es auf die Art funktioniert, dann hätte ich mir die anderen Punkte auch nochmal angeschaut. Aber ich dachte, das kann ich vielleicht noch. Ich wusste gar nicht, was hier passiert. Für das nächste Mal sind wir vielleicht etwas bedächtiger in unserem Vorgehen. So, ich finde, das ist hier ein fantastischer Ort, um einmal ganz kurz eine kleine Pause zu machen. Das ist Ghost of Tsushima für PC im Director's Cut. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Die Kämpfe machen Spaß. Ja, die Welt ist toll. Man hat direkt ein Feindbild. Ich weiß, warum ich kämpfe. Das gefällt mir auch immer sehr gut. Das ist etwas, was bei Elden Ring zum Beispiel oder bei anderen Souls-Spielen immer so ein bisschen untergeht, ist, für was kämpfe ich eigentlich? Was ist meine Motivation? Das ist hier sehr klar gemacht worden. Es gibt einen Endboss, der meinen Hass in sich trägt und dann gibt es einen, den wir befreien wollen. Wir haben die Mongolen überall, das sind unsere Feinde. Also es ist sehr, sehr klar, ich bin direkt drin. Es gefällt mir sehr gut. Und ja, ist einfach eine wunderschöne Welt. Schreibt mir mal gerne in die Comments, ob ihr mehr davon sehen wollt und ob euch das vielleicht auch reizt, ob ihr das selber schon gespielt habt oder ob jetzt vielleicht mit diesem Director's Cut für den PC das euch nochmal einen Anlass gibt, neu einzusteigen. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Hoi.